Uli Möhring für Gitarre lernen TV mit einer guten Nachricht für alle Einsteiger in das Gitarrespielen. Wann geben die meisten Anfänger der Gitarre wieder auf? Genau an der Stelle, wenn die erste Schmerzerfahrung kommt. Nun, wie kommt das? Wir machen ja völlig unterschiedliche Dinge mit unserer linken und rechten Hand. Die linke Hand ist für Akkorde zum Beispiel zuständig oder ist im Solospiel involviert. Die rechte Hand zupft oder schlägt Rhythmus. Wenn wir jetzt die rechte Hand trainieren für ein Anschlagmuster und hier einen Akkord greifen, kommt irgendwann der Punkt, wo es anfängt, weh zu tun. Die Fingerkuppen sind noch nicht entwickelt, die Hornhaut ist noch nicht da, es fängt an weh zu tun und man übt vielleicht ohne zu greifen weiter. Das demotiviert aber, weil es einfach nicht klingt. Also greift man wieder einen Akkord, übt das Muster und greift und greift. Und es schmerzt immer mehr bei mehrmaliger Wiederholung so stark, dass die Gitarre wieder im Ständer landet. Und sehr häufig war es das. Schade. Ich habe dann gegrübelt und einen Lösungsweg entworfen. Und ich bin sowas von happy, dass dieser Weg wirklich funktioniert, wie die vielen Mails zeigen, die ich inzwischen bekommen habe. Denn in Gitarrenlernen TV gehen wir anfangs einen völlig anderen Weg, einen spaßvollen Weg, der sofort zum Erfolg führt. Dieser Weg heißt Gentle G, ein sanftes G. Das heißt, wir stimmen drei Saiten der Gitarre jeweils einen Ton tiefer und haben damit einen Akkord, ein sattes G-Dur, ohne links greifen zu müssen. Wir lernen ein einfaches Anschlagmuster und legen sofort mit ein, zwei Songs los, die wir innerhalb von nur 5 Minuten lernen und haben damit ein sofortiges Erfolgserlebnis. Die Möglichkeit, Anschlagmuster der rechten Hand mühelos und für die linken Fingerkuppen völlig schmerzfrei zu lernen und zu trainieren. Schaut her, schaut her, mein erstes Lied ist gar nicht schwer und klingt schon. Bringen dann die linke Hand sanft ins Spiel mit zwei fast identischen Griffmustern, die wir mit nur 2 Fingern greifen können und haben dann nach kurzer Zeit die Voraussetzung geschaffen für Millionen von 3-Akkord-Songs. Völlig abgefahren, aber es wird noch besser. Wenn wir dann in die Standardstimmung wechseln, können wir diese Griffmuster 1:1 übernehmen und sie dann peu à peu erweitern. Mein drittes Lied in der Standardstimmung öffnet mir eine neue Tür. Mein drittes Lied klingt ganz schön jazzig und ich brauche nur 2 Finger dafür. Ja, ist das nicht cool? Ich hoffe, ich werde nicht rot, wenn ich jetzt diese Mail verlese. Sabine aus Stuttgart mailte mir: Mein Retter, der Knoten ist endlich geplatzt. Und Hendrik aus oder bei Chemnitz mailte: Das ist ja so pups einfach, steht hier so, das ist ja so pups einfach, dass ich meine Klampfe jetzt wieder regelmäßig in die Hand nehme. Ja, ich danke euch herzlich für diese Rückmeldung und kann jedem nur empfehlen, probiert es einfach aus. Ihr findet auf dieser Seite keine kunstvollen Erfolgsgarantie, Label oder Logos, dafür aber eine Erfolgsaussicht, die ich mit bestem Gewissen versprechen kann. Also ich hoffe, wir sehen uns bald im Mitgliederbereich von Gitarre lernen TV. Bis dann, ciao, euer Uli Möhring.